mir Bescheid, falls es Socken ohne Löcher geben sollte. Ich mochte Skylar immer. Wie die Tochter, die ich nie hatte. Die Leute haben entweder ihr Gedächtnis oder ihren Verstand verloren. Ich glaube, ich weiß, was es hier war. Ich mochte Skylar immer. Wie die Tochter, die ich nie hatte.
Aber viel Glück da draußen. Und tut mir leid wegen Dill. Ich sag den Kindern, dass du unterwegs bist, um ein Seemonster zu fangen. Also bring ihnen ein Stück von einem mit, wenn du zurückkommst. Okay? Ich mochte Skylar immer. Die Leute haben entweder ihr Gedächtnis oder ihren Verstand verloren. Ich glaube, ich weiß, was es hier war. Ich mochte Skylar immer. Wie die Tochter, die ich nie hatte. Früher hat Eden's Gate mal eine Wasseraufbereitungsanlage übernommen, um irgendwelche Drogen zu verteilen. Jetzt ist es eine Art Wasserreservoir. Aber dann haben es die Highwaymen übernommen. Erobere die Anlage für uns zurück. Hi!
Leute haben entweder ihr Gedächtnis oder ihren Verstand verloren. Ich glaube, ich weiß, was es hier war. Was war das? Herzchen, wir sehen uns bald. Du kannst auf mich zählen. Ich bin hinter dir. Hab schon Schlimmeres erlebt. Oh, sieh mal, ein widerlicher Geier. Kaum erwarten, den Highwaymen ein großes Fickt euch entgegenzuschreien, dass man bis in die letzte Ecke des Countys hören kann. Was zum...
Biester können gefährlich sein. Wird uns helfen, hier was zu bewegen. So viel ist mal sicher. Überlebt man hier draußen. Nichts verschwenden. Alles lief gut, bevor diese maskierten Wichser aufgetaucht sind. Kleinvieh macht auch Mist. Dachte schon, es wäre aus. Unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Thank you.
hier nicht bleiben. Rücke vor. Hier kommt keiner rein. Das ist ziemlich guter Mann.
so klein anfühlen kann. Oh mein Gott, ich dachte, du wärst tot. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Nichts wie weg. Geh ans Geschütz, dann bring ich uns hier raus. Ich fahr uns hier raus. Du gehst zu der riesen Knarre da hinten. Leo und ich haben euch diesen Gefangenen geschickt. Er kennt sich aus und soll mal sagen, also, wie das Bergwerk in die Kette machen. Verschwinden. Schwing dich auf das Motorrad. Thank you.
nicht fahren. Du weißt, wo wir hinwollen. Den Rest des Weges musst du fahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Danke, dass du deinen Hals gespielt hast, Herr. Du wirst nicht glauben, was ich gesehen habe. Eines Nachts wurde das Bergwerk von Leuten angegriffen, die aussahen, als kämen sie direkt aus der Steinzeit. Die haben mit Pfeil und Bogen gegen Schrotflinten gekämpft. Von Schüssen ließen sie sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an Zauberei oder Magie, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Herausfinden kannst, was ihr Geheimnis ist, haben wir vielleicht eine Chance gegen die Zwillinge. Nach all dem muss ich erstmal durchatmen. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay, dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Los. Also gut, fangen wir an. Wow, hey, warte. Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee. Bewaffnet und bereit. Okay. Hey.